Guten Morgen, Happy Showday und willkommen zu meinem neuen YouTube-Video, zu meinem Showday-Vlog. Heute stehe ich auf der Dennis James Classics. We are excited. Let's go. Es ist 7 Uhr. Ich habe ungefähr 7 Stunden geschlafen, denke ich, vielleicht ein bisschen weniger. Habe ganz gut gepennt hier in unserer Airbnb. Gestern haben wir schon 3 Schichten Farbe gemacht, waren schon bei der Registrierung. Das habt ihr in meinem letzten Peak Week Vlog gesehen. Wenn ihr den nicht gesehen habt, könnt ihr gerne meinen Peak Week Vlog anschauen. Jetzt steht kurz ein Formcheck an, damit ich weiß, wie viel ich heute noch essen kann. Ob sich mein Ernährungsplan heute ändert oder ob alles beim Gleichen bleibt. Dann kommt noch eine Schicht Farbe. Dann gehe ich zum Make-up und dann fahren wir zur Halle. Die letzte Farbschicht ist drauf. Es ist 8.03 Uhr. Ich muss jetzt noch ein bisschen hier so rumgespreizt stehen, bis ich getrocknet bin. Und dann gibt es mein Reisbrei und dann fahren wir zum Make-up. Und wie sieht jetzt der Plan aus? Die letzte Farbschicht ist getrocknet. Ich hatte schon 200 ml Kaffee. Das ist meine letzte Flüssigkeit für heute. Ich werde nur noch schluckweise dann Wasser trinken. Jetzt gibt es erstmal Reisbrei mit Rosinen, 1 Gramm Salz und Zimt. Dann geht's zum Make-up. Don't prove me wrong, prove you right. My word is bond, we don't. Ich war so keine Schere in Mein Make-up ist ready. Ich bin mega happy. Wir haben ein bisschen was anderes gemacht als letztes Mal, aber der Lippenstift ist gleich, andere Wimpern. Mega, mega schön. Ich bin mega zufrieden. Haare auch gemacht. Die liebe Anna hat mein Make-up und mein Styling gemacht. Sie ist die Frau von meinem Coach und sie hat uns Cinnamon Rolls gebacken, die wir später essen dürfen. Soll ich das zeigen? Ja, zeig mal. Yummy. Sie ist die Beste, sie hat uns einfach Cinnamon Rolls für nach dem Wettkampf gebacken. Freue ich mich schon mega drauf. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg zur Jahrhunderthalle in Frankfurt. Und dann gucken wir mal, ob wir Backstage Platz haben. Ich glaube nicht, weil ich habe schon Videos gesehen und Coach ist schon vor Ort. Er sagt, es ist mega voll, es ist mega viel los. Wir werden sehen. Oh, stopp. Oh, ist richtig gut, ja. Mhm. Und dann seine Glutz im Schatten und so. Ist ein schön voll. Und auch. Ja,
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und wie war es? Wie lief es jetzt? Also, ich war auf der Bühne. Es war wirklich ganz kurz. Wir hatten nicht viel Zeit. In meiner Klasse waren 7 oder 8 Mädels. Wir durften nur eine kurze Einzelpräsentation machen, also keinen richtigen I-Walk. Nur kurz vorlaufen, einmal alle Posen machen, dann wieder zurücklaufen und dann wurden wir alle verglichen. Also es gab keinen ersten, zweiten, dritten Vergleich, weil wir eben nur 7 oder 8 Mädels waren. Ich stand auf Platz 3 ungefähr, wurde einmal rausgetauscht, nach der Backpose natürlich wieder reingetauscht, weil die Backpose ist meine Stärke. Das heißt, ich müsste im Finale sein und darf nachher nochmal auf die Bühne. Wir warten jetzt auf jeden Fall noch auf die Wertung, ob ich wirklich im Finale bin. Und jetzt gibt es einen Break hier, hier ist Pause. Meine Klasse war die allerletzte Klasse, also alle Klassen, Männer und so weiter, kamen vor der Bikini-Klasse dran. Dann ab 18 Uhr geht dann das Finale los. Jetzt ist es 15.35 Uhr, jetzt ist quasi das Pre-Judging vorbei. Man musste auch als Besucher 2 Tickets kaufen, einmal fürs Pre-Judging, einmal fürs Finale. Genau, wie gesagt, Finale startet um 18 Uhr. Ich werde dann wahrscheinlich gegen 19 Uhr oder so nochmal dran sein im Finale. Dann da darf ich dann meinen I-Walk machen. Aber jetzt warten wir erstmal auf die Wertung und chillen bis dahin noch ein bisschen. Was machst du da? TikTok-Videos. I'm always on your left. Ich liege jetzt hier schon die ganze Zeit backstage. Hab vorher noch die Mahlzeit gegessen, die ich euch gezeigt habe. Jetzt gibt es noch 3 Maiswaffeln mit bisschen Honig und Mandelmus. Und ich darf nur schlückchenweise immer trinken. Also so viel trinkt man an einem Wettkampftag. Das sind vielleicht 150 ml. Und so viel von meinem Powerade, genau. Mehr habe ich nicht getrunken, fühle mich aber sehr gut. Und jetzt warte ich aufs Finale. Come on!
30. Also ich durfte kein einziges Mal meinen richtigen Eiwurf machen. Naja. Wir haben jetzt alle unsere Sachen aus dem Backstage zusammengeräumt. Die haben da auch schon total aufgeräumt, obwohl die Bikinis noch auf der Bühne waren. Bikini war nämlich die allerletzte Klasse, die dran war. Ich durfte, wie gesagt, nicht mal mehr meinen Eiwurf machen. Die Bikinis haben sie mega schnell durchgehuscht am Ende noch. Was ich mega scheiße finde, das heißt, die hatten eigentlich nur das Prejudging, wo ich eine kurze 30 Sekunden Einzelpräsentation machen durfte, wo sie dann versprochen haben, wir dürfen abends den Eyewalk machen, was wir dann nicht mehr machen durften. Ja, die haben einfach nur noch jetzt im Finale kurz uns vorne in die Linie gestellt, einmal gedreht und das war's. Und dann gab's schon die Medaillen. Genau. So viel dazu, das war ein bisschen kacke, fand ich. Also ich durfte kein einziges Mal meinen Eyewalk zeigen heute auf der Dennis James Classics, auf dieser Riesenshow, die arschteuer ist. Naja, belassen wir es mal dabei. Auf jeden Fall, Bikini war die letzte Klasse, deswegen war jetzt am Schluss auch noch alles leer. Die haben schon wirklich voll früh angefangen, auch alles aufzuräumen, auch Backstage. Schon wegzuräumen, obwohl da unsere Sachen noch gelegen sind. Es ist jetzt 23.36 Uhr, auch schon so spät, also es ging wirklich bis 23 Uhr. Wir haben jetzt Pizza bestellt und das vorhin schon abgeholt, weil natürlich zum Essen nichts mehr offen hat. Ich hatte aber auf jeden Fall mega Bock auf Pizza, habe mir eine Pizza Caprese bestellt und jetzt fahren wir zu meinem Coach ins Airbnb. Mit noch einer anderen Athletin und genau, sind da ein paar Leute und essen da unsere Pizza und ich bewache hier die Cinnamon Rolls. Leute, ich komme und bringe euch die Cinnamon Rolls. Da gibt es dann auf jeden Fall eine zum Nachtisch. Freue ich mich schon drauf. Morgen habe ich dann ein quasi freien Tag zur Verfügung, wo ich so ungefähr 2300 Kalorien essen darf. Morgen werde ich dann nicht tracken. Ich bin aber auch nicht so jemand, wo jetzt mega die Cravings hat. Also ich habe jetzt nicht mega Hunger. Ich habe eigentlich nur Durst, weil ich heute vielleicht einen halben Liter Wasser getrunken habe. Bisschen Kopfweh, vor allem auch wegen der stickigen Luft backstage und weil mein Bikini hier jetzt ziemlich eng ist, den muss ich gleich aufmachen. Aber sonst eigentlich habe ich gar keinen Hunger, so richtig, auch nicht wirkliche Cravings auf irgendwas. Ich werde morgen einfach entspannt bisschen essen, worauf ich Lust habe. Wir werden auf jeden Fall morgen früh frühstücken gehen mit meiner Familie. Da freue ich mich auch schon mega drauf und dann noch ein bisschen den Tag in Frankfurt verbringen. Genau, und dann geht's ab Montag wieder in die nächste Peak Week. Und da könnt ihr euch wieder auf ein neues Peak Week Video freuen. See you in my next video.